Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Far Cry Primal. Zurück bei der Vision des Feuers. Wir müssen die größte Angst der Izila finden. Mei Kratin Kledi! Hat also irgendwas mit Krati zu tun, was für mich jetzt wie ein Stein aussah. Isila Kratedwaya. Nula Kratewasam. Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird von allen Izila gefürchtet. Halte LT gedrückt und drücke RT, um einen Meteorpfeil abzuschießen und den Zorn der Sonne zu entfesseln. Töte 5 Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen und einen mächtigen Dreifachschuss für deinen nächsten Schuss zu erhalten. Nachdem du den dreifachen Pfeilhagel abgeschossen hast, wechselst du wieder zum Meteorpfeil. Alles klar. Okay, krass. Von wo? Ich sehe hier nichts und niemand. Alter. Nee, unendlich viel Munition. Ich lauf einfach durch und wenn uns jemand angreift, dann schieße ich zurück. Alter. Das ist mega heftig, wie schon in der Vision des Eises. Als wir die ganzen Udam mit den Prügeln weggeprügelt haben. Riesen Dreierpfeil da drauf. Das Problem ist, dass man hier in dem ganzen Irrwarr die ganzen Izila gar nicht sieht. Zieh einfach mal durch. Dann die hier noch. Da kommen noch mehr. Alter, wie krass. Ich zerstöre die stehenden Steine. Konzentriere mich gerade bloß. Das war's. Das waren die stehenden Steine. Alter, wie krass. Also die Visionen sind schon mega geil gemacht, muss ich echt sagen. So. Ach was, nutze einen Dreifachschuss, um den Mond zu zerschlagen. Was ist denn bei denen los? Ja, dann brauche ich erstmal einen Dreifachschuss. Jetzt habe ich einen. Ich glaube, ich habe gerade auf die Sonne geschossen, anstatt auf den Mond.
muss hier auf den Mond schießen, nicht auf die Sonne dahinter. Hat hier keine Izila mehr. Das wäre ein bisschen blöd. Da habe ich nämlich den einen Dreifachschuss, den ich hatte, leicht verdammt. Ja, weil ich auf die Sonne anstatt auf den Mond geschossen habe. Als ob jetzt hier keine Izila mehr kommen. Tja. Ich schätze einfach, Schüsse bringen mir hier gerade gar nichts. Oh, so ein Dreifachschuss. Vielleicht muss ich auch einfach hier weiterlaufen. Ah, okay. Da liegt oben eigentlich auch ein besseres Schussfeld. Alter, seht ihr da hinten? Kämpft zwar gerade, aber guckt euch jetzt mal an. Krass. Alter, ich zerlege hier gerade den Mond. Oh, ich bin fast tot. Muss mal ganz kurz elegant abhauen. Ganz kurz mal ein bisschen Leben aufladen. Alter, krass. Was sind hier noch Feinde? Müssen wir weiter? Ja, wir müssen wahrscheinlich weiterlaufen. Was ist da? Backt da ein bisschen rum, die Tante. Schuss ab auf den Mond. Alter. Ich wiederhole mich hier gerade, ich weiß, aber das ist einfach. Das ist einfach krass. Dreifach Schuss auf den Mond. Dann geht's weiter mit normalen Pfeilen. Von da hinten wahrscheinlich dann den finalen Schuss abgeben. Alter. Das ist unglaublich nice gemacht. Und wir haben jetzt tatsächlich den Mond zerstört, die Sonne übernimmt die Überhand quasi. Mission des Feuers abgeschlossen. Shansha, Psushalai, Spachan. Nay. Shansha Urusins. Shansha Salwas. Salwa Yasushalai, Twayakis.
Prasqua Pashta. Krati. Krati. Skrati. Mash. Hasup near Pacha. Hakis. Hakis. Okay, wir gehen ja schon. Okay, das ist also kein Stein oder so, sondern eine Maske, die dann letzten Endes zu einer Sonnenexplosion oder irgend sowas führen wird, was dann alles hier vernichten würde. So, jetzt haben wir wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Hocksprint wäre mal ganz nice. Aber was haben wir hier noch? Splitter-Takedown, wir haben auch eine Club-Aktion beendet. Drücke in der Nähe eines Gegners rechten Stick, um einen Takedown einzuleiten. Drücke dann RT, um einen Splitter auf einen zweiten Gegner zu werfen. Das ist ganz nice. Was haben wir hier noch? Das brauchen wir nicht, oder zumindest noch nicht. Ich würde mal sagen, wir machen den Splitter-Takedown. Jetzt sind wir im Kampf noch ein bisschen krasser unterwegs. Seiler hat jetzt noch irgendwas für uns. Ich guck mal nur, was es sonst noch so gibt. So, also wir können mit Seiler noch irgendwas bereden. Dann können wir, da hat sie jetzt die Dorfmission noch zusätzlich freigeschaltet. Wir könnten hier hinreisen. Ah, der Außenposten ist schwer. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Auf jeden Fall das mal probieren. Wenn ja, dann weitergehen zu Urki. Oder hierhin. Das hier, okay, haben wir schon erkundet. Dann hier oben zu der Mission von Jaima gehen. Das könnten wir mal noch machen. Oder hier hinreisen. Den Außenposten einnehmen. Ich weiß nicht, ob das klappt, wie gesagt. Und dann zu Karushs Mission weitergehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Sayla hier im Dorf, weil wir jetzt schon hier im Dorf sind. Dann müssen wir nicht wieder hin und her reisen, so weit. Okay, tägliche Rohstoffe sind verfügbar. Dann hole ich mir mal als allererstes die. Moment mal. Ich mache hier durch. In meine Höhle ganz kurz. Hier brauchen wir nur noch Dachsfell, 3 Stück. Inzwischen 77 Wenchas in unserem Dorf. Gar nicht mal so schlecht. 13 Fleisch einfach mal eingepackt. So. Mal wieder einiges dabei an Material. Und jetzt gehen wir zu Sayla. So. Und schauen mal bei ihr in der Hütte vorbei. Udam. Palhu Winja Huguana. Cha. Chaus. Tanhi Tushidaha. Akista. Tanhi Nakwaida Shanchir. Aish. Tanhi Tushi Shanchi. Aish Ulguanda. Sa Damshuwana. Wanam Charufadas Sidamsha Shlaka. Ma Muwaida Kwati Charufadas Shanchi. Daru Balya. Laiwabi. Udam Dijamso. Uti Shausi Shwada. Nasam. Okay, wir müssen also Gelbblatt sammeln. Wir haben ein bisschen was, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob wie viel oder ob das reicht oder so. Das ist ja dann eh die Mission irgendwo hier oben. Okay, hier. Finde das seltene Nordgelbblatt im Udam-Territorium. Wir können irgendwas handwerklich machen. Ah, die Schleuder können wir jetzt machen. Die Schleuder verschießt Steine schneller und weiter und verursacht mehr Schaden. Na gut, wir können allgemein jetzt erstmal die Schleuder bauen. Kopftreffer können Gegner töten.
probiere das mal ganz kurz aus. Das geht hier ja nicht. Ich muss ganz kurz raus aus dem Dorf, dass wir Waffen einsetzen können. Ganz kurz. Ich werde es mal ausprobieren, dass es dann klappt, wenn es denn mal nötig sein sollte. Bis jetzt konnten wir einfach Steuerkreuz nach unten drücken, dann hat er per Hand einen Stein geschmissen. So, jetzt nimmt er eben die Schleuder. Ich kann jetzt so machen. Dann schleudert er und dann zielen und dann irgendwohin den Stein schießen. Ich kann auch einfach so ganz kurz drücken, dann wirft er einfach so direkt vor sich hin. Und wie gesagt, wenn ich länger halt, dann kreiselt er so. Okay, nice. Das hätten wir also. So, dann gehen wir wieder hoch ins Dorf. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen könnten. Ich schau mal wieder auf die Karte. Die ist da in dem Fall absolut der beste Freund. Ich würde mal sagen, wir könnten hier die Dorfmission machen. Finde heraus, was das Wasser im Dorf vergiftet hat. Das machen wir. Das ist auch absolut wichtig für unser Dorf. Wenn wir vergiftetes Wasser haben, ist nie gut. Und ja, kümmern wir uns mal darum. Und dann können wir demnächst auch irgendwann mit der Story weitermachen. Also so, mal schauen, was dann noch geht. Wir müssen auch noch ein bisschen was erkunden. So in den Randgebieten jetzt haben schon einen großen Teil von der Map erkundet. Aber da fehlt auch noch ein ganz bisschen. Ganz kleines bisschen. Also ich schätze mal, da werden wir auch noch einige Folgen dafür brauchen. Hey. Kleiner. Geh mal weg, bitte. So, akzeptieren. Ich wollte nicht reiten, aber gut. Der Faulfuß, toter Fisch. Und ich wollte eigentlich nicht reiten, sondern nur die Mission akzeptieren. Da hat es tote Fische hier überall. Und die führen die Spur irgendwo hier rüber. Vielleicht hat da irgendjemand was im Fluss gekippt, ich weiß ja nicht. Allerdings müsste das schon ziemlich heftig viel gewesen sein. Und ich wüsste auch nicht, was man da rein geleert haben könnte. Die Spur führt uns weiter hier außen rum. Hier rüber. Die ganzen Fische sterben hier, weil das Wasser vergiftet ist. So, viel dazu. Der Avenger ist auch gestorben. Weil er das schlechte Wasser getrunken hat. Wo gehen die Spuren jetzt hin? Das sind nur tote Fische, vielleicht da hoch. Ich geh mal gucken, komme ich hier überhaupt hoch? Ja. Ah, hier. Finde die Ursache der Krankheit, wird mir schon angezeigt. Geh weg, ich sag's dir. Ach so, da unten. Glaube ich. Hier irgendwo. Da ist ein toter Bär. Tötet schon Bären. Okay, krass. Das war die Spur vom Bär. Das war die Fischspur, die uns hierher geführt hat. Ja, der hat die Fische gefressen. Und ist dann daran gestorben. Geht weg, ich sag's euch. Da geht's weiter auf jeden Fall. Da kam der Bär her. Wir folgen quasi die Bärenspuren rückwärts. Hier in die Höhle rein. Da ist noch ein paar Knochen. Wir haben unseren Bär dabei. Da hat es ein Reh oder ein Hirsch erwischt. Von was auch immer. Wahrscheinlich, weil hier Tiere
drin verfaulen oder irgendwie so. Okay, ja. Leichen, jetzt. Avenger-Leichen. Oh, der Wolf nervt. So, danke. Alter, krass. Also nur aus dem Wasser. Nur aus dem Wasser? Ja, okay. Jetzt lass mal dafür einen Wolf drin liegen. Macht ja nix. Alter Bär, hör auf. Das ist nix zum Futtern, Mann. Das ist ein Ranger, lass den bitte. Komm, ich muss jetzt nicht die Ranger-Leiche auffressen. Das muss echt nicht sein. Ich will gar nicht wissen, wie lange die hier schon rumliegen. So, Nummer 2. Dann noch einen dritten. Das hier ist der Wolf. Seltenes Weißwolffell. Dann liegt der dritte. So, das hätten wir. Es waren also Leichen im Wasser. Und die haben wir jetzt beseitigt. Damit hätten wir das hier erfolgreich erledigt. So. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.